Gestern Nachmittag haben es mein Mann und ich gerade noch geschafft, knapp vor dem wunderbaren Regen von unserem Nachmittagsspaziergang hoch in Raschacher Berg rauf heimzukommen. Wir sind dann auf dem Balkon gestanden und haben dem wunderbaren Regen zugeschaut und zugelassen und haben uns daran gefreut, weil er der Natur doch so gut getan hat. Gleich darauf hat die Sonne durchgedrückt und ein wunderschöner Regenbogen ist in seiner ganzen Pracht am Himmel gestanden. Und innerhalb der Minuten schnell sind Dutzende von Regenbögen im Netz gewesen, auf Facebook und anderen Kanälen. Und man hat wirklich gespürt, wie die Menschen daran ihre Freude hatten. Und da ist mir die Noah-Geschichte dazu in den Sinn gekommen. Wenn ich den Kindern die Geschichte einmal im Religionsunterricht erzähle, so sage ich ihnen, dass der Regenbogen ein Versprechen von Gott war an die Menschen, dass er nie mehr wird so eine Sintflut schicken. Und er hat mit ihnen einen neuen Anfang gemacht. Ich habe darum die Bibel so gern, weil sie für mich nicht ein altes und verstaubtes Buch ist, sondern hochaktuell und immer noch, auch heute, in unser persönliches Leben und in die Gesellschaft hinein sprechen. Natürlich kann man die alten Geschichten nicht einfach so eins zu eins in die heutige Situation übernehmen. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass Gott nichts mit dem unseligen Coronavirus zu tun hat und ihn schon gar nicht als Strafe auf die Menschen loslässt. Aber so im Ganzen drumherum, denke ich, hat es doch einige Gemeinsamkeiten. Weil er es nicht auch heute unsere Erde unter all den Belastungen, die wir ihr auferlegen. Ich denke da an verschmutzte, leergefischte Meer, an Klimaerwärmung, an die Abholzung der Tropenwälder. Die Liste wird unglaublich lang werden. Man könnte jetzt denken, ja nein, aber ich doch nicht. Auf jeden Fall nicht mit Absicht machen wir da mit. Und doch sind wir Teil von dieser ganzen Entwicklung. Ich möchte kein Moralapostel sein, denn auch ich reise fürs Leben gern, besonders mit dem Flugzeug. Und auch ich bin oftmals zu viel mit dem Auto unterwegs. Damals ist dann die grosse Flut gekommen. Es hat geregnet und geregnet und nicht mehr aufhören. Und auch nachher, wo die Arche gestrandet war, auf einem Berg oben, haben sie müssen noch drinbleiben und ausharren. Ein Lockdown von der engeren Sorte, ganz im Besonderen. Und ich stelle mir dann einmal mit den Kindern in der Schule vor, wie das damals wohl in dieser Arche war, so eng aufeinander, wie das geschmeckt und wie das getönt hat. Bei uns ist eine andere Flutwelle gekommen als damals beim Noah. Eine unsichtbare, und trotzdem hat sie die ganze Welt fest in ihrem Griff. Wie geht es denn ihnen im aktuellen Lockdown? Wir alle sind betroffen. Entweder mit Isolation oder mit einem ganz ungewohnten, näher aufeinander oben sein. Für viele ist das eine ganz anstrengende, eine fordernde, eine überfordernde Situation. Ein bisschen wie damals in der Arche. In einigen Familien hat der Coronavirus auch schon grosses Leid und Krankheit, vielleicht sogar einen Abschied gebracht. Oder Menschen verlieren ihre Arbeit und bangen um ihre Existenz. Und es ist ja noch nicht vorbei. Und es hängt jetzt ganz fest auch noch von uns ab, wie lange das es wird gehen. Es hängt von uns ab, wie gut wir uns immer noch an die Vorschriften vom Bund halten, an Distanzregeln und Hygienemaßnahmen. In meiner Bibel steht, dass der Name Noach übersetzt Ruhe bedeutet. Wie passend. Weil für viele von uns ist es jetzt eine Zeit, wo wir ruhig werden, entschleunigen. Eine Zeit zum Nachdenken, zum bei mir selber wieder ankommen. Eine Zeit, auch mehr miteinander zusammen sein. Das ist auch eine grosse Chance. Jetzt stellen wir die Weichen, wie die Welt nach Corona wird aussehen. Der Mahatma Gandhi hat mal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst.
Jetzt können wir Zeichen setzen. Jetzt können wir uns in Ruhe überlegen, was wirklich zählt, was wichtig ist in unserem Leben. Ist es denn all der Aktivismus, die Hektik, alle Termine? Ist es denn der Luxus, dreimal im Jahr mit dem Flieger in die Ferien? Oder geht es nicht auch anders? Ich habe in dieser Zeit so gemerkt, was für mich wichtig geworden ist. Und was mir gerade jetzt so besonders fehlt, die Nähe zu meiner Familie und meinen Freunden, eine Umarmung, eine Berührung, all das, was vorher immer so selbstverständlich war. Wie zentral ist plötzlich Gesundheit, ein Arbeitsplatz? Viel wichtiger als Luxus. Ich habe auch gemerkt, dass die Natur ganz fest aufschnauft, dass in Thailand an den leeren Stränden jetzt mal unglaublich viele Lederschildkröten schlüpfen, dass im Mittelmeer in den Häfen Delfine gesichtet werden, dass die Luftverschmutzung an ganz vielen Orten massiv abgenommen hat. Die Natur kann aufschnaufen. Ist das nicht auch etwas Wunderbares? Und jetzt ist es dran, dass wir miteinander überlegen, wie soll es weitergehen? Was soll sich verändern? Was ist mir wichtig geworden in dieser Zeit? Bin ich bereit, meine persönliche Lebenshaltung auch nachhaltig zu verändern? Kann ich vielleicht auch auf etwas verzichten? Ich für mich habe mir vorgenommen, dass weniger mehr ist. Ich möchte wieder umweltfreundlicher unterwegs sein und den regionalen Einkauf vorzüchen. Wie ist das bei Ihnen? Was ist für Sie wichtig geworden? Ganz vieles ist ja jetzt im Ansatz schon da. Ich merke, ganz vieles ist miteinander und füreinander unterwegs sein. Gut aufeinander schauen. Kreative Ideen sind da. Ganz viel Freude. Und das bestärkt mich auch in dem, was Mahatma Gandhi gesagt hat. Sei du die Veränderung, die du dir für deine Welt wünschst. Wenn wir jetzt dranbleiben, haben wir gute Chancen, die Welt nochmal zum Positiven zu verändern. Und dann kommt auch der wunderschöne Regenbogen von gestern wieder für mich ganz eine grosse Hoffnungsdimension über. Dass wir jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo Sorge, Unsicherheit und Angst uns vielfach noch beherrschen, dass wir unter dem Segen Gottes unterwegs sind miteinander. Und dass auch weiterhin werden sie. Und ich freue mich dann auf die Zeit danach.